hat sie mit Amber geredet. Ist sie bei ihr? Nein, das glaube ich nicht. Amber ist gerade mit Signora Charon zur Arbeit. Luna, wo warst du denn so lange? Ich war nur im Garten. In der Dunkelheit? Papa hat dich gesucht, wir wollen essen. Oh, tut mir leid. Ich habe mir die Sterne angesehen. Mama, der Vollmond ist wunderschön. Verstehe. Wo steht dir nur wieder der Kopf? Sagtest du nicht, du hättest eine sehr schwere Prüfung? Konzentrier dich darauf, das ist sehr wichtig. Ja, ich verspreche, mich auf die Schule zu konzentrieren. Vielleicht hätte ich dir nicht erlauben sollen, zur Rollerskatebahn zu gehen. Immerhin sind wir aus gutem Grund hier. Deine Mutter hat recht, Luna. Lass dich nicht ablenken und denk ständig an tausend Dinge. Auch nicht an den Mond, ja? Ist ja gut, ist ja gut. Herzchen, Herzchen, ich weiß genau, dass du immer nur an die Rollerskatebahn denkst. Hab ich recht? Können wir jetzt endlich essen? Ja. Also, einer der Hauptkonflikte in dem Stück ist Betrug. Hamlet zweifelt ständig, weil er die Wahrheit nicht kennt. Und deswegen kann er nicht handeln. Verstehst du? Ja, absolut. Und die Moral von der Geschichte ist, halt besser nicht Hamlet. Hey, worüber redet ihr? Über das Literaturreferat. Ausschlaggebend ist, dass der Großvater Mist gebaut hat. Hamilton war ehrlich. Er heißt Hamlet, nicht Hamilton. Das war ein Scherz. Und es war der Onkel, nicht der Großvater. Das war auch ein Scherz. Ausschlaggebend ist, dass Hamlets Onkel ihn hintergangen hat. Und das ist wie ein Verrat einer besten Freundin. Das ist was anderes. Hamlets Onkel hat alle betrogen und seinen Bruder ermordet. Ich finde, du übertreibst ein wenig. Was ist denn mit denen? Was habt ihr rausgefunden? Leider nicht viel. Was soll das heißen, nicht viel? Ihr hattet einzig und allein die Aufgabe, Informationen von ihr zu kriegen. Ist das von euch etwa zu viel verlangt? Wir können nichts dafür. Nein, Nina war sauer wegen der Absage bei Fabinci. Du hast doch gesagt, sie kommt als Redakteurin nicht in Frage. Jetzt hört mal zu. Unsere Taktik war doch, uns mit Nina anzufreunden. Warum habt ihr sie rausgeworfen? Es ging nicht anders. Sie weiß, dass Lunas Rollerskates manipuliert wurden. Und sie wollte uns verraten? Ja, das wollte sie. In dem Video. Das fehlt mir gerade noch. Dass euch diese Streberin öffentlich hinhängt und alles aufliegt. Früher oder später kommt jede Wahrheit ans Licht. Was er auch versucht hat, er konnte die Lüge nicht aufrechterhalten. So war's nicht. Ich hab nicht gelogen. Nein, nein, nein. Wir haben über diesen Königsbruder Claudius geredet, aus dem Stück, das wir lesen mussten. Und was hast du damit gemeint? Ach, es klingelt schon. Wir müssen in die Klasse. Na, ciao. Hey, Jasmin. Und was machen wir jetzt, Tino? Wir müssen irgendwie mit Charon reden. Ja. Wieso klingeln wir nicht einfach bei ihr? Denkst du, die machen uns die Tür auf? Also wenn das an meiner Tür klingelt, dann mache ich auf. Ohne zu fragen, wer da ist? Nein, nein, es muss eine andere Möglichkeit geben. Mir fällt nichts ein. Nein, doch, ich hab's. Was? Wir organisieren eine große Parade. Eine Parade? Eine Parade, Tino? Paraden gibt's an Geburtstagen. Wie willst du eine Parade organisieren? Na, vielleicht hat Charon ja Geburtstag. Gibt's noch eine Piñata? Nein, sie ist eine erwachsene Frau, keine Piñata, aber sicher eine Schokoladentorte. Wir müssen rein, bevor sie die ganze Torte auffuttert. Komm mit. Okay. Ganz einfach. Vergiss nicht, dass wir geschäftlich hier sind. Aber wie können wir Geschäfte mit Charon machen, wenn wir nicht mal mit ihr reden können? Ich hab eine Idee.